Moin moin liebe Leute, es geht wieder los mit Zelda 3 und wir schauen uns gleich mal um, gut, wie die Tastenfunktionen denn alle waren, bis wir dann die richtige gefunden haben. Es geht dann wohl los mit den Palästen und zwar gehen wir jetzt einfach spontan mal in 2, denn ich mag Reihenfolgen. Mir hat zwar jemand in den Kommentaren geschrieben, dass man sich relativ frei aussuchen kann, in welchem man denn gerade zuerst gehen will, aber ich mache das jetzt einfach ganz klassisch und gehe der Reihenfolge nach. Kann so verkehrt ja nicht sein. Und es wird sich doch hoffentlich irgendwer dabei was gedacht haben. So. Und es ist jetzt gerade echt hier geschickt. Nein! Ungeschickt! Es ist jetzt gerade voll die Erholung, denn ich habe gerade noch, das wollte ich noch gar nicht. Super. Ich habe gerade ein paar Aufnahmen gemacht für ein Let's Play, das es noch gar nicht gibt. Ja, ich arbeite im Voraus an einem Projekt, das ihr so schnell noch gar nicht sehen werdet, bevor jedenfalls nicht irgendwie alles andere abgeschlossen ist. Ich glaube, mit dem will ich nichts. Und das ist echt ein Krampf im Arsch, das Spiel. Deswegen ist jetzt Zelda 3, egal wie es läuft, schon fast wieder eine Erholung dagegen. So, und dann laufen wir jetzt einfach mal Richtung unten. Huch. Ich muss mich hier erstmal noch an die neuen Gegner gewöhnen. Ich kenne die ja alle noch gar nicht. Oh. Moment. Die falsche Gasse. Verflixt. Gut, dann nehmen wir halt den anderen Weg. Einmal hier lang, bitte. Und die Bombenwerfer wollen mir irgendwie gar nicht abgehen, weil die halten so viel aus. Gib mir alle eure Innereien. Aber irgendwie gefällt mir die Dark World an sich eigentlich ganz gut. Also vom Grafikstil irgendwie. Das ist ein bisschen düsterer, das ist nie verkehrt. Und mir gefallen die Häuser sehr gut. Ich finde die Häuser hier ziemlich cool. Okay, hier riecht's doch nach einem Geheimnis, oder? Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin ja schon wieder falsch. Warum? Warum bin ich denn schon wieder falsch? Huch. Das war... Soll das so sein? Bin mir nicht so ganz sicher. Wow. Okay. Ich nehme alles zurück. Die Dark World ist doof. Hier sind ja echt ein Haufen fieser Gegner. So, jetzt muss ich hier wirklich mal genau peilen. Also, jetzt reicht's aber. Warum verliere ich denn hier jetzt gerade so die Orientierung? Ich war doch richtig. Hüpf. Ich bin geistig wirklich gerade ziemlich durch die Windnagel. Das ist unglaublich. Adventures sind einfach nicht so... Oh, jetzt habe ich... Ja, es wird ein Adventure. Das neue Projekt. Und zwar ein sehr seltsames... Aber ich ziehe ja durch. Selbst Sachen, die ich noch nicht hochlade, ziehe ich durch. So, dann schauen wir uns mal an, was Sahasrara, oder wie hieß er, was sagt er denn heute? Schlupp, ich bin es, Sahasrara. Wer sonst? Merke dir gut, was ich dir jetzt zu sagen habe. Oh Gott. Alles hat ein Gegenstück in einer anderen Welt. Verändert sich etwas in der Lichtwelt, wirkt es sich auch auf das Gegenstück in der Schattenwelt aus. Hatten wir den Hinweis nicht sogar schon mal? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Was ist das denn? Neue Türen. Und Treppen, die man... Oh, oh. Irgendwie hier Schieberätsel? Irgendwas? Nee? Okay, aufgrund dieses Hinweises würde ich jetzt mal behaupten... Hier kommt doch garantiert Wasser rein oder sowas. Bestimmt irgendwie Wasser. Ich könnte mir das vorstellen. Ja, würde ich mal behaupten, dass ich jetzt in die Lichtwelt zurück muss. Um dann hier irgendwas zu ändern, dann wieder zurück in die Schattenwelt zu gehen und dann hier halt dementsprechend zu agieren. Gut, nee, Tasten. Komm schon. So, den Spiegel bitteschön. Und einen Abflug in die normale Welt. Aber wollen wir mal schauen.
Was kann man denn hier? Oder vielleicht ist hier jetzt sogar schon. Ach nee. Ah, okay. Ein Schatztürchen. Was ist drin? Bomben. Das ist blöd. Ich brauche im Moment keine Bomben. Okay, das bringt mir jetzt auch nicht so sonderlich viel. Kann ich das irgendwie geschickter machen, sodass ich hier auch noch durchkomme? Ausrufefüßchen, Gänsezeichen oben. So. Es ist tatsächlich Wasser. Platsch. Das kalte, kühle, weg. Ach so, das war einfach nur für... Das war einfach nur eine Falle. Alles klar. Gut, wir haben Wasser. Dann wollen wir mal schauen. Ach, scheiße. Okay, das machen wir anders. Ich will dieses Herzteil. Depp, 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 depp. Sau, komischer, verdorbener Pudding. Das waren immer schon Puddingmonster. So, jetzt aber. Give me the Herzteil that lays there on the ground. Dankeschön. Und ab in, back in the Schattenwelt. Oh, 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 oh. Juhu. Gut, und jetzt können wir hier nicht schwimmen. Stimmt, wir können nicht schwimmen. Me kratzing on the Kopf. Wir können nicht schwimmen. Das... Oh. Ich glaube, also wenn wir jetzt das Glas holen und das Wasser wieder abschöpfen, hat das jetzt auch nicht so sonderlich viel Sinn, oder? Ja, scheiße, ich kann doch nicht schwimmen. Wie, was ist das jetzt für ein Quatsch? Aber ich muss doch hier... Sollte da eben meine Bemerkung, dass es eigentlich, dass sich wohl da jemand was bei denkt mit der Reihenfolge, sollte da jetzt irgendwie schon wieder... Oh Mensch. Also, sprich, der zweite Palast ist noch nicht, oder wie? Auch wenn der 2 dran steht und jeder normale Mensch dann da reingehen würde, ist der noch nicht. Vielleicht blicke ich es aber auch gerade nicht. Schwimmen, wie könnte ich denn schwimmen? Hm? Ja. Pff, keine Ahnung, da bekomme ich das bekomme ich doch jetzt auf die Schnelle nicht hin. Wo soll ich denn jetzt so schnell schwimmen lernen? Gut, da muss ich dann wohl definitiv schwimmen. Wo haben wir denn 3? Da ist 3. Mitten im Wald. Super. An der anderen Ende. Am anderen Ende der Welt. Na gut, dann bringt ja nichts. Laufen wir da jetzt halt hin. Das ist jetzt doof. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Klar, ich kann ja nur nicht schwimmen. Hm. Trotzdem irgendwie seltsam. Also. Ich müsste doch dann irgendwie schon schwimmen können. Also irgendwo habe ich doch dann was verpasst, oder nicht? Ich laufe immer in die falschen Ecken. So viel zur Erholung. So, jetzt bin ich aber richtig. Hier war doch... Was war hier noch? Das ist auch schon eine Weile her, dass ich hier mal war. Ach, hier war hier war doch irgendwas. Was ist das der denn? Hallo? Kaum kam ich hinein in die Schattenwelt, wurde ich in diese Gestalt verwandelt. Früher habe ich als Flöte gespielt. Genau! Das war der Flötenfritzi. Das vermisse ich nur sehr. Ich vermische. Da gab es einen kleinen Wald mit vielen Tieren. Den würde ich gern wiedersehen. Dort habe ich meine Flöte zusammen mit dem Blumensamen vergraben. Bitte, suche nach der Flöte. Klar, werde ich machen. Das ist nämlich sowieso da, wo ich hingehen will. Ich leihe dir gerne meine Schaufel. Du hast dir eine Schaufel geliehen. Damit kannst du im lockeren Erdreich graben. Cool, dankeschön.
hätte ich wahrscheinlich sowieso früher oder später gebraucht. Gut, dass ich nochmal da vorbeigeschaut habe. Und ich nehme mal an, der Wald mit den vielen Tieren ist der Wald, in dem ich mein Masterschwert gefunden habe. Huch. Ne, bin ich hier noch richtig? Ja, geht auch. Hä? Moment. Mitten in der alten Stadt ist ein Tempel? Was ist denn nun los? Wieso kann ich den Stein jetzt nicht heben? Fragte er unglaubwürdig. Ich bin verwirrt. Och, jetzt, zu viele Sackgassen. So, der sieht nicht aus wie ein Gegner. Willkommen zum Schatzgarten. Grabe in 30 Sekunden so viel, wie du nur kannst. Alles, was du findest, gehört dir. 80 Rubine und es kann losgehen. Ja, komm, ich hab eh genug. Ab jetzt läuft die Zeit. Graben mit Y. Ja, genau, läuft die Zeit. Okay, das gab's doch auch als quasi Remake nochmal beim neuen Zelda. So ein Garten, wo man auf Zeit graben muss. Und es sind doch garantiert Herzteile hier. Oder zumindest eins. Ja, schade. Das war's, Zeit ist um, komm doch bei Gelegenheit wieder vorbei. Mach's gut. Ja. Naja, ist ja auch wurscht. Fakt ist, ich bin schon wieder in einer Sackgasse. Oh Gott. Ich will doch einfach nur da hoch. Warum ist denn das jetzt hier gerade so kompliziert? Boing. Und warum kann ich diesen Stein nicht hochheben? Was ist das für ein Quatsch? Das ist doch genauso ein Stein wie alle anderen auch. Ich bomb den jetzt aus Prinzip. Doch, ich bomb den jetzt weg. Probier's. Gut, der Hammer ist nicht. Ich probiere es jetzt mit Bomben. Einfach nur, damit ich es mal probiert habe. War klar. Ja, Moment mal, wo komme ich denn dann überhaupt rüber? Was ist denn das für ein Scheiß? Hä? Okay, Moment, da komme ich ja gar nicht rüber. Hä? Boah, jetzt wird's gerade ein bisschen seltsam. Wie komme ich denn da? Wie komme ich denn da oben? Wie komme ich denn in dem Bereich in der Schattenwelt? Hier ist zu. Und da ist auch zu. Es gibt ja gar keinen Weg darüber. Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Klar könnte ich jetzt in die normale Welt zurück, aber wie komme ich denn dann wieder in die Schattenwelt, wenn ich da oben bin? Dann müsste ich ja ins Schloss und vom Schloss aus komme ich wieder nicht zurück. Oh Gott, was ist denn hier? Jason, hallo. Na, mein Junge, probier doch mal eine Schießkünste. Ja, ja. 5 Schüsse kosten nur 20 Rubine. Ein paar extra Rubine. Och, ja, mein Gott, ich hab ja die Kohle. Versuch 5-mal zu treffen, zieh genau, bereit. Wie? Moment mal, wie schieße ich denn? Toll, danke. Wow. Alter. Das ist ja ganz groß. Ja, hat echt Wahnsinn Spaß gemacht. Nein, ich möchte nicht nochmal schießen. Ja, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin total verwirrt. Ich meine, okay, so, ich kann in die normale Welt wechseln und dann komme ich halt oben in die Stadt. Aber wie komme ich von da aus dann wieder in die dunkle Welt? Das
Das ist mir gerade ein bisschen unverständlich. Och, jedes Mal, wenn ich Zelda anmache, stehe ich wieder vor einem neuen Rätsel. Das so langsam nervt es mich ein bisschen. Ich will doch hier einfach mal nur Randale machen. Weiterkommen. Nicht jedes Mal da dumm stehen und ewig lang überlegen müssen, was ich hier machen soll. Weil ich es halt einfach nicht kapiere. Ja.